Zeuge Henry Storch, Apotheker, 53 Jahre alt, 65. Verhandlungstag, 13.07.1964. Storch, nachdem Sie also nun zur Waffen-SS überstellt worden sind, kamen Sie zunächst nach Krakau, wo Sie Ihre Grundausbildung vollendet haben, wurden dann nach Berlin-Lichterfelde versetzt, zum SS unter Sturmführer befördert. Und wann sind Sie nach Auschwitz kommandiert worden? Im Juli 39. Im Juli 40. Im Juli 1940. Und sind dort geblieben bis wann? Bis November 41. Bis zum November 41. Dort sind Sie nach Dachau kommandiert worden. Um einen Kollegen kurze Zeit zu vertreten. Zu vertreten. Sind dann zum Feldlazarett versetzt worden. 4. SS Poll, ja. Ja. Und waren dann schließlich Divisionsapotheker bei dem 16. SS Panzergrenadierdivision und so weiter. Ja? Ja. Nun interessiert uns in erster Linie Ihre Tätigkeit in Auschwitz. Sie sind also im Juli 1940 hingekommen. Sie haben dort auch die Apotheke eingerichtet? Daher war ich versetzt nach Auschwitz, um die Apotheke aufzubauen. Das war der Grund Ihrer Versetzung. Und fanden Sie dort einen anderen Apotheker noch vor? Nein, ich war der Erste. Sie waren der Erste. Und wo haben Sie die Apotheke aufgebaut? Im Lager? Nein, das wollte ich nicht. Vor dem Lager. Vor dem Lager? Vor dem Lager. Sagten Sie eben, das wollte ich nicht? Nein, das wollte ich nicht. Ich sollte hinterm Draht, aber das wollte ich nicht. Und warum? Das hat mancherlei Gründe. So. Also jedenfalls, Sie haben sie außerhalb des Lagers eingerichtet, aber doch innerhalb der großen Postenkette. Ja. Ja. Und wenn Sie vielleicht mal da hinten an diese Karte treten würden, da sehen Sie unten den Eingang, wo der schwarze Pfeil ist, der Eingang zu dem Lager. Wenn Sie hintreten würden. Und links von diesem schwarzen Pfeil, da links unten ist der schwarze Pfeil. Das ist ganz anders, als es damals war. Früher war hier der Eingang. Hier. Das war die Straße. Und hier war der Eingang. Aha. Und in diesem Block war die Apotheke. Jawohl. Und dieser Block war außerhalb der engeren Postenkette. Hier ist der Zaun, ja. Ja, da war der Zaun. Und in dem mittleren Gebäude haben Sie die Apotheke eingerichtet. Ja. So, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Nun, wo bekamen Sie? Ich meine, es hätten nur zwei Gebäude dort gestanden. Ja? Nicht, dass das neu gebaut, ich weiß das nicht, aber ich meine, es wären nur zwei Gebäude gewesen. Und ich wäre dann, im ersten war die Kommandantur, der ja. Kommandanturstab. Und ich meine, dann käme ich, wäre die Apotheke gekommen. War es nicht umgekehrt? Kommandanturstab war vorne an der Straße. Und dann, glaube ich, kam das Gebäude mit der Apotheke. Vielleicht ist das neu errichtet, vielleicht weiß ich das aber auch nicht mehr so genau. Ja. Glaube, also jedenfalls in einem von diesen drei Blöcken, da hatten Sie Ihre Apotheke ja. aufgebaut. Wollen Sie uns ganz kurz sagen, wo bekamen Sie die Mittel her, um die Apotheke aufzubauen? Welche Mittel, wie meinen Sie Mittel? Nun ja, also was in die Apotheke reingehört, die Einrichtungsgegenstände, die Medikamente, ja. das Verbandszeug und so weiter. Medikamente kamen stets aus Berlin, vom Zentralsanitätslager der Waffen-SS, wie es später hieß. Ja. Und die Einrichtung wurde in den Auschwitzer Werkstätten hergestellt. Ja. Und Sie haben... Nach welchen Grundsätzen haben Sie diese Apotheke aufgebaut? Sollte das eine Apotheke für die SS sein oder für das Lager sein oder für die Häftlinge oder für wen? Für beides. Für beides. Alles. Für die SS-Angehörigen, für deren Angehörige und für das Lager. Und für das Lager. Ja. Nun, haben Sie, oder wie viele Menschen waren damals im Lager? Wie viele sollten Sie etwa versorgen? Also wenn ich mich recht erinnere, sind nie 10.000 Häftlinge dort gewesen.
Also am Anfang, wie ich hinkam, werden es vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 gewesen sein. Und wenn ich richtig unterrichtet bin, ist die Zahl bis höchstens 8.000 gestiegen. Ja, nun kann ich mir also vorstellen, dass ein Apotheker, der eine Apotheke einrichtet, sich doch in den Größenordnungen etwas richtet nach der Anzahl der von ihm betreuten Menschen. Also wenn Sie zum Beispiel in einer Stadt oder auf einem Dorf eine Apotheke einrichten, dann richten Sie sich doch bei der Größenanordnung vermutlich nach der Größe des Terrains, für das Sie sorgen müssen. Das ist etwa ziemlich überall gleich, ob in der Großstadt oder in der Kleinstadt. Ja, nun sehen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel auf dem Dorf eine Apotheke einrichten, wo Sie wissen, Sie haben vielleicht nur in Ihrem Bezirk nur meinetwegen 2.000 Menschen, dann werden Sie doch in der Größenordnung sich nicht so ausstatten, als wenn Sie wissen, es sind 10.000 oder 20.000 ja, dort, nicht? Ja, das stimmt schon. Ja. Haben Sie bei der Einordnung dieser Apotheke und bei der Einrichtung dieser Apotheke einen gewissen Häftlingsbestand unterstellt? Etwa 10.000. Etwa 10.000? Ja. Und haben Sie diese Apotheke so eingerichtet, wie Sie normalerweise im Zivilleben auch eine Apotheke einrichten würden? Das heißt, mit all den Medikamenten und den Heilmitteln, die im zivilen Leben in der Apotheke verlangt und verbraucht werden? Nein, denn in einer normalen, in einer Zivilapotheke haben Sie mit viel mehr Ärzten zu tun. Jeder Arzt hat so etwa sein Repertoire, was er aufschreibt, was er verordnet. Ja. Und das ist natürlich sehr viel größer. Sie könnten das genauso, es entspricht etwa dem der Wehrmacht. Ja. Ja. Dem Sortiment der Wehrmacht. Ja. Dem Sortiment der Wehrmacht. Ja. Nach diesen Grundsätzen sind Sie vorgegangen. Nach den Grundsätzen. Ja. Nun, wie war es mit dem Nachschub? Der kam auch von Berlin? Jeden Monat ein LKW von Berlin. Ja. Entweder ein 5-Tonner oder ein 5-Tonner mit Anhänger. Ja. Und wurden Ihnen bei diesen Bestellungen alle die Dinge geliefert, die Sie bestellt haben, oder wurden da Abstriche gemacht? Es wurden Abstriche vorgenommen. Ja? Ja. Und nach welchen Gesichtspunkten? Es war nicht alles vorrätig im Zentralsanitätslager der Waffen-SS. Daher musste gestrichen werden. Oder man hat angenommen, es ist Krieg, besonders bei Verbandstoffen war das so. Es wurde ausgetauscht, Mullbinden gegen Papierbinden oder ähnlich. Aber im Großen und Ganzen habe ich das bekommen, was ich angefordert habe. Man kann nicht sagen, dass große Abstriche vorgenommen wurden. Nun kann man sich ja vorstellen, dass bei der ganzen Situation im Lager Auschwitz sehr viele Kranke anfielen und namentlich auch innere Krankheiten sehr verbreitet waren, namentlich Durchfälle, ruhrähnliche Erkrankungen, aber auch Hauterkrankungen und ähnliche Dinge mehr. Haben Sie denn für diese Erkrankungen genügend Medikamente bekommen? Ja, besonders gegen die Durchfälle wurden große Mengen an Antidurchfallmitteln und geliefert. Und was ist Ihnen da noch in Erinnerung, was insbesondere geliefert wurde? Was ich hinterher auch nie wieder gesehen habe, ich glaube, Ruhrbakteriophagen hieß das. Ja. Nicht, das wurde in großen Mengen regelmäßig geliefert zu meiner Zeit. Ja. Gegen alle möglichen Arten von Durchfällen. Ja. Und war das ein wirkungsvolles Mittel, oder? Ja, das war ein wirkungsvolles Mittel. Das kam von der IG, oder Rivanol wurde in großen Mengen gebraucht, auch gegen die Durchfälle. Rivanol gegen Durchfälle? Das nimmt man doch im Allgemeinen nur für Umschläge und solche Sachen. Ja, das ist weniger bekannt. Es hilft sehr gut gegen Durchfälle, besonders gegen bakterielle Durchfälle. Ja. Das habe ich in großen Mengen immer gemacht. Ja. Eine Lösung, 1:1000, die die Häftlinge bekommen haben. Und es ist uns hier gesagt worden, also im Lager wäre ein ständiger, starker Mangel an Medikamenten da gewesen. Insbesondere hätten alle Mittel gefehlt, um eben diesen Ruhrerkrankungen zu begegnen und so weiter. Zu meiner Zeit nicht. Zu Ihrer Zeit Wenn nicht. Wenn der Lagerarzt sich an mich gewandt hat, dass irgendetwas fehlt, dann habe ich auch das beschafft. Haben Sie es auch beschafft? Ja. Sagen Sie bitte, hatten Sie irgendetwas mit dem Bezug und der Verwaltung von Zyklon B zu tun? Nein, das ist Sache von 4a.
4b ist die Sanität. Ist ja, insoweit können Sie, ich bitte das ins Protokoll aufzunehmen, insoweit können Sie die Aussage verweigern, wenn Sie glauben, Sie müssten sich selbst belasten. Nein, das tue ich nicht, ich kann auch sagen. Also 4a war die Verwaltung, und was glauben Sie, warum die Verwaltung sich mit diesem Zyklon beschäftigt hat? Zum Entwesen hat 4a das besorgt. Also ursprünglich war dieses Zyklon B überhaupt nur zur Entwesung da. Und diese Entwesung hatte nichts mit der Apotheke zu tun und nichts mit der Medizin. Und infolgedessen war das Sache von der Verwaltung. Ja. Sie haben weder Zyklon bestellt, noch haben Sie welches verwaltet. Ich habe nie eine Büchse gesehen. Nie eine gesehen. Nun waren Sie ja da bis 41, bis zum November 41. Das war also die Zeit, in der diese großen Krematorien in Birkenau noch gar nicht gebaut waren. War in Auschwitz Stammlager auch ein Krematorium? Ein Krematorium, der sogenannte Bunker. Das ist ein Munitionsbunker gewesen, glaube ich, zu der österreichischen Zeit. Das waren wohl Kasernen gewesen. Ja. Das war gegenüber, an der anderen Seite, wo das Apothekengebäude lag. Ja. Schräg gegenüber. Ja. Da war ein Rasenplatz und da war auch dieser Bunker. Und darin war ein Krematorium eingerichtet worden. Ja. Nun, wissen Sie, ob in Ihrer Zeit bereits Vergasungen von Menschen stattgefunden haben? Einmal weiß ich das, dienstlich. Einmal wissen Sie das dienstlich. Und ja. Wo fand diese Vergasung statt? In den Kellerräumen eines Gebäudes im Häftling, im Schutzhaftlager. Ja. War das vielleicht der Block 11? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Also Sie sagen, es war ein Gebäude im Schutzhaftlager. Wissen Sie, welchen Zwecken dieses Gebäude diente? Das war ein Block, ein Häftlingsblock. Ein Häftlingsblock. Ich kann das aber nicht mehr genau sagen. Oder ich glaube, das waren noch alles nur Häftlinge. Kann es auch der Arrestblock gewesen sein? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Ja, und was wissen Sie nun von dieser Vergasung? Wollen Sie uns das bitte mal erzählen? Die Vergasung hat wohl mit Zyklon B stattgefunden. Und der, nachdem dass sie stattfinden sollte, hat wohl keiner gewusst von uns, außer denen, die direkt daran beteiligt waren. Und am nächsten Morgen hat der Lagerarzt, Herr Dr. Popiersch, mich aufgefordert, mit in den Keller zu kommen, um festzustellen, dass auch keine Spuren von Zyklon mehr geruchsmäßig, empfindungsmäßig festzustellen sein würden, damit man den Keller räumen konnte. Mhm. Nun sagen Sie bitte, wissen Sie oder wussten Sie damals, dass diesem Zyklon ein gewisser Reizstoff beigeordnet war, und zugegeben war, um gewissermaßen unvorsichtiges Hantieren mit diesem Zyklongas zu unterbinden und die Menschen zu warnen? Nein, das weiß ich heute noch nicht. Das wissen Sie heute noch nicht? Nein. Und Sie sind also hingeführt worden, was Zyklon B gewesen ist, das wussten Sie damals? Das wusste ich. Das kann ich augenblicken. Das kann ich nicht sagen, ob ich das damals schon wusste. Denn damals wusste ich von Zyklon B überhaupt nichts. Im Laufe des Krieges habe ich erfahren. Ja. Und mehr davon in das Buch von Herrn Höss habe ich gelesen, seine Aufzeichnung in der Haft. Und darüber habe ich mehr darüber erfahren. Ja. Nun, aber kann ich mir das nicht recht vorstellen. Ja. Wenn Sie von dem Arzt gerufen worden sind, um festzustellen, ob dort noch Gefahr bestehe, also ob noch Reste von diesem Gas noch in den Räumen drin sein könnten. Wie wollten Sie denn das feststellen, wenn Sie gar nicht wissen, um welches Gas sich handelt, wenn Sie gar nicht wissen? Das hatte mir der Herr Dr. Popiersch gesagt, dass es sich um Blausäure handelt. Ja. Das hat er fragte gesagt. Mich ja, wo nach Blausäure, wie kann man die vor, nach Richti, ja, ja. Nach Bittermandeln. Ne? Ja. Da hat er gesagt, na, morgen früh muss ich mal irgendwo hin, da kommst du mit. Und wenn ich das nicht merke, dann musst du mal sehen, ob was du meinst. Sie wussten, dass Blausäure nach Bittermandel riecht? Das weiß ich ja. Ja.
Jetzt und damals? Von Berufswegen. Ja, sicher, von Berufswegen. Von Berufswegen wussten Sie es damals. Man hat ja mit Kaliumzieher nichts zu tun. Ja. Im Allgemeinen war es ja auch schon aus dem Ersten Weltkrieg bekannt. Ja, nicht? Als Giftgas. Ja. Also jedenfalls, Sie sind zugezogen worden und was geschah nun weiter? Sie sind mit dem Dr. Popiesch in diesen Block 11 gegangen. In den Keller. Ja. Was fanden Sie dort vor und was haben Sie festgestellt? Tote, auf dem Fußboden liegend. Ja. War dieser Keller eingeteilt in verschiedene einzelne Gelasse, in Zellen oder in einzelne Räumlichkeiten oder war das ein einziger Kellerraum? Nein, das waren einzelne Räume, die wohl Türrahmen, aber keine Türen hatten. Ja? Ja, soll das bedeuten? Das war wie in einem Wohnhaus, wo der Keller eingerichtet ist für die verschiedenen Parteien. Ja. Das sind Kellerräume und es waren nur die Türen, die waren ausgehakt. Die waren ausgehängt. Ja. Ja. Und da sind Sie hingegangen und wo lagen denn nun die Menschen? In all diesen einzelnen Räumen oder waren die in einem Raum zusammen? Nein, die lagen in den einzelnen Räumen verteilt. Verteilt. Und wie viele lagen denn ungefähr in einem Raum? Also ich frage deshalb, waren da die Leute hineingesperrt worden und hineingepresst worden oder hatten die so viel Platz, dass man sagt, also zum Beispiel hier in diesem Raum, da können sich in diesem Raum 2x3 Meter, nicht, da können sich normalerweise, will ich mal sagen, 5, 6 Leute aufhalten. Und waren da nun statt 5, 6, waren da 20 oder 30 drin? Nein. Nein. Nein? Nein. Wenn man so will, hätte man sagen können, es wären viel mehr reingegangen. So. Und die lagen auf dem Boden. Waren irgendwelche Einrichtungsgegenstände da drin? Nein, gar nichts. Ich glaube, das war ein Sandfuß. Ich glaube, das war nicht mal ein Fußboden drin. Ja. Da lagen die Leute, waren die bekleidet oder waren sie ausgezogen? Die waren bekleidet. Die waren bekleidet. Und was hatten sie für Kleidung an? Hatten sie Uniformen an oder Zivilkleidung? Ich glaube, sie waren alle einheitlich bekleidet, so braun, grau oder so ähnlich. Also Uniform. Das aber nicht. Haben Sie mal gefangene russische Soldaten gesehen? Ja. Waren die in der Uniform dieser russischen Soldaten etwa? Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Waren es lauter Männer? Es waren Männer nur. Männer. Und Sie haben dort festgestellt, ob sich noch dieser Geruch bemerkbar machte? Ja. Und wie war es damit? Nein, es war nicht mehr festzustellen. War nicht mehr festzustellen? Nein. Die Fenster waren alle geöffnet. Ja. Wie lange, weiß ich nicht, aber jedenfalls war nichts mehr festzustellen, geruchsmäßig. Ja. Nun, nachdem Sie nun festgestellt hatten, da sind tote Menschen drin und im Übrigen riecht es nicht mehr nach Blausäule, war damit Ihr Auftrag erledigt? Ja. Und war das die einzige Vergasung, die Sie gesehen und erlebt hatten? Ja. Haben Sie auch nicht von einer anderen Vergasung noch etwas gehört? Es wurde damals, ich glaube, wenn ich richtig unterrichtet bin, das lief unter geheime Reichssache. Und das war damals noch etwas, ja, da hielt man sich noch dran. Also privat oder zu einem, der davon nichts wissen sollte, wurde über dergleichen überhaupt nicht gesprochen im Lager. Ja, nun sind Sie aber vielleicht trotzdem Zeuge von irgendeiner Tatsache geworden, die in Ihnen den Schluss heraufbeschworen hat, dass hier eine Vergasung stattgefunden haben müsste. Ja. Nämlich, was war denn da? Das war in dem Bunker, den ich vorhin schon erwähnte, wo also das Krematorium war. Da befand sich eine kleine pathologische Abteilung, die machten Präparate. Mhm. Polnische Ärzte, glaube ich, waren das, die Präparate machten. Und die wurden von mir mit Alkohol und Phenol und anderen Chemikalien, die die für die Präparierung gebrauchten, durch die Apotheke beliefert. Ja. Und die hatte ich dienstlich zu inspizieren. Ja. Und das lag am Kopf des Krematoriums. Ja. Man kam durch die Tür und gleich links war dieser Raum und geradeaus war das Krematorium und rechts davon die Leichenhalle. Und da habe ich mal Türen aufstehen sehen, in der Leichenhalle rechts. Ja.
Und was haben Sie da gesehen? Tja, eben. Da war auch vergast worden. Ja, Moment. Sie sahen zunächst Leichen, nicht? Ja. Waren diese Leichen angezogen oder unbekleidet? Nein, die waren unbekleidet. Die waren unbekleidet. Und woraus haben Sie geschlossen, dass die vergast worden waren? Weil das eine sehr große Menge war. Ich glaube, der Raum, der muss brechend voll gewesen sein. Voll gewesen sein, ja. Das war an sich die Leichenhalle. Das war die Leichenhalle. Und da lagen diese Leichen drin. Ja, dieser Raum war als Leichenhalle gebaut worden. Haben Sie an den Leichen irgendwelche Feststellungen getroffen? Ich will mal sagen, dass die Gesichter sehr verzerrt waren oder dass sonstige üble Anblicke sich boten? Nein, ich habe mir die auch nicht angesehen. Sie haben sie nicht angesehen? Nein. Und ob es sich hier um besondere Arten von Menschen handelte, das heißt also besondere Nationalitäten oder besondere Menschen, oder ob es Deutsche waren oder ob es Ungarn waren oder ob es Juden waren oder ob es Polen waren, haben Sie da irgendetwas festgestellt? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Also Sie haben uns gesagt, Sie haben nie diese Büchsen von dem Zyklon gesehen. Sie wissen auch nicht, wo die aufgehoben worden sind. Sie hatten damals nichts damit zu tun. Von Exekutionen haben Sie auch nichts gesehen oder gehört? Nein. Nun, gehört wohl doch. Es wurde, dienstlich hatte ich nichts damit zu tun. Es war ein Arzt dabei oder musste dabei sein, ob es immer gewesen ist, ich weiß das nicht. Ein Apotheker hatte da nichts zu suchen. Mhm. Ich hatte keinerlei Auftrag. Ja, aber der Lagerarzt hat Ihnen davon erzählt? Es wurde, außerdienstlich wurde überhaupt nichts gesprochen. Ich weiß nicht, ob das eine stille Abmachung war. Ja, Sie haben aber mal ausgesagt, Exekutionen sind mir nur durch den Lagerarzt bekannt geworden, der jeweils den Tod feststellen musste. Ja, wenn er sagte, wir gingen sehr oft zum Abendessen zusammen in das Casino, und dass er dann gesagt hat, ich muss heute Abend noch zur Exekution, ich komme später oder so ähnlich, daher weiß ich das. Mhm, Wer war damals Lagerarzt? Herr Dr. Popiersch. Ja. Waren da noch andere Ärzte da? Ja. Deutsche, also SS-Ärzte? Ja. Können Sie sich noch auf Namen erinnern? Nein. Österreicher, ein Österreicher, ein Sudetendeutschen, aber ich weiß nicht, wie die hießen. Sind Sie einmal in den Häftlingskrankenbau gekommen? Ja. Haben Sie oder wurde für die Häftlinge eine besondere Apotheke eingerichtet, außer dieser Lacher-Apotheke? Ja, eben. Die hatten einen Raum, die holten sich größere Mengen Medikamente und die lagerten sie in einem bestimmten Raum in dem Häftlingskrankenbau. Nummer? Das weiß ich nicht. Der Häftlingskrankenbau, ich glaube, das war der allerletzte Block auf der rechten Seite, wenn man runterging. Ja, da lagerten Sie. Und Sie haben diese Lagerung ab und zu besichtigt? Ja. Ja. Nun, ist es denn vorgekommen, dass Sie Anforderungen aus den Häftlingskrankenbauten nicht voll erfüllen konnten, dass Sie Abstriche machen mussten? Der Häftlingskrankenbau hat nie etwas angefordert. Ich habe den Arzt gefragt, was sie ungefähr gebrauchen, und es wurden zwei Bestellungen aufgegeben. Eine für das SS-Revier und die zweite für den Häftlingskrankenbau. Und normalerweise kam die ganze für den Häftlingskrankenbau bestellte Sendung, wie sie war, in diesen Raum. Ja. Was sich dann im Laufe des Monats herausstellte, was noch gebraucht würde, das wurde dann oben in der Apotheke geholt. Ja. Nun ist es ja doch sehr gut möglich, meines Erachtens wenigstens, dass plötzlich ein Medikament gebraucht wurde, an das man vorher gar nicht gedacht hatte, wenn man einen Monat vorher bestellt hat. Genau wie ein Arzt seine Sachen für plötzliche Fälle im Koffer hat, so hatten die auch im Häftlingskrankenbau diese Medikamente in dem Raum. Hatten sie auch da? Ja. Meistens wären es Herz- und Kollaps,
Medikamente gewesen sein. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch Phenol abgegeben haben, zum Beispiel in diesem Sektionsraum, nicht? Ja. Was war das für Phenol? War das das Phenolum purum? Phenolum liquefactum. Ja. Das kristallisierte mit einem Zusatz von etwa 2-13% Wasser und dann wird das flüssig. Ja. Normalerweise ist Phenol kristallisiert. Ja. Haben Sie das kristallisierte Phenol bezogen und haben es selbst nachher angesetzt? Oder? Nein, das kam als Phenolum liquefactum aus Berlin. Aus Berlin. Wissen Sie, oder was ist mit diesem Phenol gemacht worden? Die Portion, die für diesen Sektionsraum kam, die kam im Ganzen rüber in den Raum. In den Raum, ja. Ja. Das war aber mehr oder weniger Carbolwasser, was man so... Carbolwasser nicht, das ist was anderes. Was ist das andere? Phenolum liquefactum, was ich Ihnen eben schon sagte, kristallisiert mit einem Zusatz von etwa 2-3% Wasser. Ja. Also konzentriertes Phenol. Ja. Das kam dahin. Und was wurde und mit dem gemacht? Carbolwasser ist eine 3%ige Lösung von diesem Phenolum liquefactum in Wasser. Ja. Und das wurde im Häftlingskrankenbau verwendet. Gegen alle möglichen, als Umschläge gegen alle möglichen eitrigen Infektionen. Ja. Das, ja, als antiseptisches Mittel. Als antiseptisches Mittel, ja. Das wurde nachher abgelöst durch Chloraminwasser, weil das besser hilft. Seitdem haben die gar kein Phenolwasser mehr bekommen im Häftlingskrankenbau. Ja. Und dieses andere Phenol, was Sie zum Sektionsraum gebracht haben, was wurde damit gemacht? Das wurde um antiseptische Lösungen herzustellen, um die Präparate drinnen aufzuheben. Ja. Nun, sagen Sie bitte, wissen Sie etwas davon, dass auch Phenol zum Töten von Menschen zu Injektionen verwendet worden ist? Ich weiß es nicht, aber damals glaube ich nicht. Damals, glauben Sie, war das noch nicht der Fall. Nein. Haben Sie damals etwas davon gehört, dass Häftlinge überhaupt durch Einspritzungen getötet worden sind? Nein. Das haben Sie damals noch nicht gehört? Nein. Nun sagen Sie mal, wissen Sie etwas davon, was geschah, wenn die Sterblichkeitsziffern sehr stark emporschnellten? Dann kam ein Fernschreiben aus Berlin. Und was stand da drin? Es sei zu melden, wo die Gründe, woran das läge, dass so viele Häftlinge gestorben seien. Besonders im ersten Herbst, über Nacht wurde das sehr kalt. Ich glaube, im September war das. Und es starben sehr viele von den unterernährten Häftlingen. Da kamen täglich Fernschreiben. Die waren alle erkältet. Wissen Sie auch etwas darüber, ob diese Erkältungen vielleicht absichtlich herbeigeführt worden sind? Dadurch, dass man die Häftlinge hat im Freien stehen lassen, im nackten Zustand, oder dass man sie abgespritzt hat oder so? Das glaube ich nicht. Damals war man im Lageraufbau und man wollte gerne jeden Mann gebrauchen. Den Eindruck hatte ich. Wer war denn damals Kommandant, als Sie dort waren? Der damalige Sturmführer Höss. Höss. Und sein Adjutant? Ich glaube, Herr Kramer. Herr Kramer war wohl später, es war vorher noch ein anderer, aber das weiß ich nicht mehr. Nur kurze Zeit. Und dann kam Herr Kramer. Und war der bis zum Ende Ihrer Zeit da? Herr Kramer? Ja. Ich kann das nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja. Haben Sie den Angeklagten Mulka noch kennengelernt? Wen? Mulka. Nein, den Namen erinnere ich, kenne ich nicht. Ja. Wissen Sie, ob es damals im Lager eine Fahrbereitschaft gegeben hat? Ja, die gab's. Ja. Und also wenn Sie zum Beispiel einen Wagen brauchten, wo mussten Sie sich da hinwenden? Ich brauchte nie einen Wagen. Und wer hat denn den 5-Tonner-Wagen geschickt, der die Medikamente aus Berlin geholt hat? Der kam aus Berlin. Das war ein Berliner Wagen. Das war ein Berliner Wagen. Ja, vom Zentralsanitätslager der Waffenmesse. Sie brauchten also keinen Wagen? Nein. Sie wissen auch nicht, wer die Fahrbereitschaft leitete? Nein, das weiß ich nicht. Das wissen Sie auch nicht. Man hatte dort mehr mit Pferden zu tun als mit Autos. Ja. Haben Sie den Dr. Capestus noch kennengelernt? Capetius? Ja, den Apotheker? Nein. Nein. Ich bin abgefahren, ohne dass ich meinen Nachfolger gesehen habe. Ja.
Noch eine Frage? Die Staatsanwaltschaft. Sie haben zu Beginn Ihrer Vernehmung erwähnt, Sie hätten es abgelehnt, hinter den Draht zu gehen, aus den verschiedensten Gründen. Würden Sie diese Gründe mal hier näher erläutern? Ich wollte mich nicht einsperren lassen. Ich bin nie gern hinterm Draht gewesen. Und außerdem gibt es doch bestimmte Sachen in einer Apotheke, wo einer, der etwas davon versteht, etwas mit anrichten kann. Und daher wollte ich gern, dass die Apotheke vor dem Draht bleiben sollte. Deshalb hat es auch Wochen und Monate gedauert, bis ich den Sturmanführer Höst so weit hatte, dass er mir die entsprechenden Räumlichkeiten vor dem Draht gegeben hat. Ich sollte ursprünglich hinter den Draht, wie das in allen anderen Lagern auch der Fall war. Das war also aus Gründen Ihrer persönlichen Bequemlichkeit und Sicherheit. Dass das Sie hat mit Bequemlichkeit hat das nichts zu tun also gehabt. Nicht etwa, dass Sie... Aber aus der Sicherheit, um der Arzneimittel willen. Ja. Ob ich 50 Meter weitergelaufen wäre oder nicht, das spielt keine Rolle. Also nicht, Sie wollten nicht etwa deshalb nicht in das Lager gehen, weil Ihnen der tägliche Anblick unerträglich gewesen wäre? Die Häftlinge sah man sowieso von früh bis spät, auch wenn einem das sehr unangenehm war. Dem konnte man gar nicht entweichen. War es Ihnen denn sehr unangenehm? Ich bin Sportmann und habe nie gern mit Leuten zu tun, die mir aus irgendwelchen Gründen schon unterlegen sind. Und das waren die Häftlinge, ja. Also aus Gründen der Fairness gewissermaßen, ja? Ja. Wissen Sie noch, wann diese Vergasung in den Kellerräumen des Blocks 11 durchgeführt worden ist? Vielleicht im August. Also nach den Zeugenaussagen, die bisher hier vorliegen, war es im Herbst. Ja. Also einige Monate ich habe eben gesagt, noch. Vielleicht. Ich kann ja. Das nicht. Es ist 25 Jahre her, dass das stattgefunden hat, weiß ich wohl. Ja, also eine Gedächtnis, eine Erinnerungsstütze müsste ja die Tatsache sein, dass Sie im November 41 weggekommen sind. Im einige November Wochen, 41? 41. Und ja. Einige Wochen vorher soll diese Vergasung gewesen sein. Ja, ich habe ja eben gesagt, was hatte ich gesagt? August. Ja, August, September, also das Sie will ich nicht. Sie hatten früher in der Vernehmung mal gemeint, es sei schon im Frühjahr gewesen, da war es also mit Sicherheit nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war im Spätjahr, will ich nicht sagen, aber gegen August, September. Aber ich will mich da absolut nicht, vielleicht irre ich mich da. Denn ich habe so viel gesehen im Laufe der Kriegsjahre wie jeder, dass ich da das absolut mich dafür nicht verbürgen kann, dass das nur ausgerechnet also in dem Monat Tatsache gewesen ist. Die Tatsache der Vergasung oder Ihre Kenntnis von dieser Vergasung, habe ich Sie richtig verstanden, das war nicht der Grund Ihres Weggangs aus Auschwitz. Ich bin ursprünglich überhaupt nur nach Auschwitz gekommen, um die Apotheke einzurichten. Das hatte mir mein damaliger Vorsitzender gesagt. Und ich habe ihn öfters gebeten, mich wegzunehmen. Und er hat mir gesagt, ich komme erst weg, wenn die Apotheke eingerichtet ist. Und nachdem die Apotheke fertig war, da bin ich vielleicht 4 oder 6 Wochen später bin ich versetzt worden. Sie sagten vorhin, die Leichen in dem Krematorium, also in dem alten ehemaligen Munitionsbunker, die hätten Sie sich nicht angesehen, der Häftlinge, die dort vergast worden sind. Aber haben Sie sich mal die Leichen angesehen von den Menschen, die in den Kellerräumen gelegen haben? Da wurden Sie ja doch extra hingeschickt, um festzustellen, ob die Räume gasfrei sind. Sie hätten also eher doch Anlass gehabt, sich diese Leichen mal zu betrachten. Ich bin an den Leichen vorbeigegangen, aber ich habe keinen Grund gehabt, sie mir zu betrachten. Es war doch das erste Mal, dass Sie Menschen gesehen haben, die mit Zyklon B, wie Sie wussten, vergast worden sind. Ja. Aber Sie haben die also nicht näher in Augenschein genommen? Nein. Ich bin kein Wissenschaftler. Naja, auch als Apotheker hätte man das ja mal. Nein, das war mir viel zu unangenehm, als dass ich daran interessiert sein konnte. Ja, sahen die Leichen besonders schreckerregend aus, weil Sie sahen, es war Ihnen viel zu unangenehm, das näher zu betrachten? Ich mag nicht gern Tote, noch dazu, die auf diese Art und Weise zu Tode gekommen sind. Na, wer mag das schon, aber Sie haben es nicht betrachtet. Nein, ich bin nur dran vorbeigegangen. Und wissen Sie noch, in etwa, haben Sie noch eine ungefähre Vorstellung, wie viele Menschen dort lagen in den Kellerräumen? Nein, das weiß ich nicht. Könnte ich auch annähernd nicht angeben. Ja, es waren es
nur Dutzende oder waren es Hunderte oder waren Hunderte, es Tausende? Hunderte sicher nicht. Tausende auch nicht. Dann möchte ich schon sagen, wenn Sie Wert darauf legen, dass ich mich auf eine Zahl festlege, es wären Dutzende. Ich lege keinen Wert darauf, dass Sie sich auf irgendetwas festlegen. Ja, ich dann möchte ich mich auch nicht festlegen. Ob Sie noch eine Vorstellung haben, wie viele Leichen da lagen? Wie sie lagen, ja, aber wie viele wie nicht. Wie viele? Nein, darauf habe ich keine Vorstellung. Es gibt Zeugen, die davon erzählt haben, dass es mehrere hundert waren. Ich kann dazu nichts sagen. Sie können dazu nichts sagen. Und haben Sie in irgendeinem Zusammenhang damals etwas davon gehört oder sich Gedanken darüber gemacht, wer bei dieser Vergasung beteiligt war? Wie meinen Sie, als Objekt oder als Subjekt? Zunächst mal als Objekt. Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht habe ich das gewusst. Das wird wahrscheinlich der Sturmführer Popiesch mir auch gesagt haben, der ehemalige Sturmführer Popiesch, was das war, was das für Menschen waren. Aber ich kann das nicht sagen. Ich weiß das nicht mehr. Und wer hatte denn damals im Lager, bevor vergast wurde, mit Zyklon B zu tun? Wie ich vorhin schon sagte, 4a. Ich meine jetzt nicht die Beschaffungsstelle, sondern wer hat dieses Zyklon B verwandt? Sie meinen persönlich? Ja. Das weiß ich nicht. Da gab es Desinfektoren im Lager? Das wird es wohl gegeben haben. Aber die Herr Störch, Sie hatten immerhin früher in Ihrer Vernehmung da etwas genauere Angaben machen können. Ich möchte Sie doch bitten, zu versuchen, Ihr Gedächtnis, so gut es Ihnen möglich ist, etwas anzustrengen. Ich glaube nicht, dass ich über Desinfektoren etwas ausgesagt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie in Ihrer früheren Vernehmung gesagt, dass einige Leute einen Sonderlehrgang wegen des Umgangs mit Zyklon B mitmachen mussten. Das stimmt, das habe ich gesagt. Das fand in Berlin. Können Sie das heute auch noch sagen? Ich weiß, dass in Berlin Kurse stattgefunden haben, um mit diesem Gas Entwesungen vornehmen zu können. Denn es war immerhin ein gefährliches Gas und der damit vorgeht, der muss etwas darüber Bescheid wissen. Aber und wer ich weiß, war das im Lager, das wer kann damit ich nicht Bescheid sagen. Wusste? Das kann ich nicht sagen. Haben Sie das nie erfahren oder wissen Sie es nicht? Nein, das habe ich nie erfahren. Danke. Wussten Sie wenigstens, ob es sich um Sanitätsdienstgarde handelte? Oder ob es sich um Ärzte oder ob es sich um sonstige SS-Leute handelt? Um Ärzte ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass ein Sanitätsdienstgrad auch diesen zu der damaligen Zeit das mitgemacht hat in Berlin. Aber wer das war, wie der hieß, das weiß ich nicht mehr. Bedeutet es Ihnen eine Gedächtnisstütze, wenn ich Ihnen sage, dass nach der Bekundung anderer Zeugen an dieser Vergasung, wo Sie also haben feststellen müssen, ob noch Gerüche wahrnehmbar sind, dass dieser Vergasung russische Kriegsgefangene und Häftlinge aus dem Häftlingskrankenbau zum Opfer gefallen sein sollen? Ich weiß das nicht. Ich kann mich vielleicht, also ein russische Kriegsgefangene waren damals in dem Lager um diese Zeit, glaube ich, und da war extra war ein Zaun gezogen und die russischen Kriegsgefangenen waren für sich da untergebracht. Ja. Das weiß ich. Sie sprachen von solchen Uniformen, die Sie da gesehen haben an den Toten. Können das russische Uniformen gewesen sein? Das waren so in der Farbe so ähnliche wie etwas dunkler, wie sie im Reichsarbeitsdienst getragen wurden. Ja? So was bräunliches. Ja, ist etwa davon gesprochen worden, dass da deutsche Soldaten vergast worden sind? Nein, es ist überhaupt nicht davon gesprochen worden. Wir haben uns persönlich grundsätzlich über sowas nicht unterhalten. Ich sagte ja schon, es ging alles unter geheime Reichssache. Naja, geheim war schließlich alles, was mit dem Konzentrationslager zusammenhängt. Ja, aber damals war geheime Reichssache noch eine Verpflichtung für viele Leute. Naja, gut. Nun, Herr Zeuge, war der Dr. Popiesch Standortarzt? Ja, Standortarzt war er. Standortarzt. Und welcher Abteilung gehörte denn damals der Standortarzt an? Also Sie sprachen von der Abteilung 4. Das ist die Standortverwaltung. 4b ist das. Nein, alles, was mit Sanität zu tun hat, ist 4b. Standortverwaltung gibt es im Kriege in jedem größeren Ort. Ja. Nicht eine Standortverwaltung, sondern ein Standortarzt. Und das ist immer der dienstälteste Arzt, der anwesend ist. Ja. Also das gehörte damals zu Ihrer Zeit zur Abteilung 4b, wie Sie sagen.
Dass sich das später geändert haben könnte, wissen Sie nicht. Nein. Dass das Abteilung 5 wurde. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nun, kann es richtig sein, dass der eine österreichische Arzt Dr. Meyer hieß, der damals mit den anderen Ärzten dort war? Dr. Meyer, kann ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Nun, sagen Sie doch einmal, als Sie in dem Leichenraum im Krematorium die Leichen sahen, nach einer Vergasung, wo die Tür offen stand, was sagten Sie, die seien nackt gewesen? Waren das Männer, Frauen und auch Kinder? Das waren nur Männer. Das waren nur Männer, ja. Was ich gesehen habe. Ja. Kennen Sie den Angeklagten Claire hier, der damals Sanitätsdienstgrad in Auschwitz war? Ich weiß es nicht, den Namen kenne ich nicht. An den Namen können Sie sich nicht mehr erinnern. Nein. Keine Frage. Herr Rechtsanwalt-Armann, der Zeuge ist benannt gegen den Angeklagten Breitwieser, den Sie ja nicht angeklagt haben. Nein, aber ich hätte Fragen, die nichts mit Breitwieser zu tun haben. So, na bitteschön. Herr Zeuge, Sie haben früher einmal erklärt, dass es sich bei den Toten bei der ersten Vergasung um polnische Kriegsgefangene gehandelt habe. Erinnern Sie sich daran? Nein. Ich halte Ihnen vor, Seite 82-17, dass Sie gesagt haben, so lange ist die Vernehmung nämlich gar nicht zurück. Wir haben ja 61. Soweit ich mich erinnern kann, handelt es sich bei den Toten um polnische Kriegsgefangene, die noch vollständig bekleidet waren. Ja, ich habe das auch nicht bestritten jetzt eben, dass das polnische gewesen sein können. Ich kann aber nicht mit gutem Gewissen sagen, dass es polnische waren. Ich habe die Uniform genannt, die die anhatten. Wenn ich mich nicht irre, hatten die Polen etwa ähnliche Uniformen an wie die Russen. Dann wegen der Zahl, Herr Zeuge, haben Sie zwar auch damals erklärt, Sie könnten sich nicht festlegen. Sie haben aber dann gesagt, es waren aber bestimmt über 100 Menschen. Ja, eben habe ich gesagt, es wären mehrere Dutzend gewesen. 8 mal 12 sind 96. Ja, dann pflegt man aber doch nicht in Dutzenden zu sprechen. Nicht? Eben, ich wurde gefragt, eben durch den Herrn Vorsitzenden. Gewiss. Hunderte, Tausende oder Dutzende. Ja. Und bei der zweiten Vergasung, die erheblich mehr Menschen zum Opfer hatte, wie würden Sie da sagen, wie viel das ungefähr war, wenn Sie in derselben Begriffsbestimmung sich ausdrücken? Es wurden, das waren eiserne Türen rechts, die diesen Raum abschlossen. Und die standen, waren auf und da... Vielleicht sind die Toten rausgefallen, wie die Tür aufgemacht wurde. Ich weiß das nicht. Und wenn das so gewesen ist, dass die aus dem Grunde vor der Tür lagen, dann muss, wenn der Raum sehr voll gewesen ist, dann sind wohl schon mehrere hundert drin gewesen. Aha, das haben Sie auch früher gesagt. Dankeschön. Keine Frage mehr von Seiten der Verteidigung. Erstmal Steinacker. Achso, Verzeihung, Breitwieser. Keine Frage für Breitwieser zu stellen. Wird eine Erklärung gewünscht von Seiten der Angeklagten oder eine Frage noch? Nicht mehr. Wenn keine Frage, bitteschön. Herr Storch, Sie kamen von Auschwitz dann nach Dachau. Um einen Kollegen zu vertreten für einige Wochen. Das war wieder ein Konzentrationslager. Für einige Wochen, um einen Kollegen zu vertreten. Und der das Posten war nicht besetzt. Und das war dann war die Apotheke im Lager? Da war die im Lager. Und wie kamen Sie denn aus dem Konzentrationslager Zyklus überhaupt raus? Weil, vorhin habe ich schon gesagt, mein damaliger Chef hat mir gesagt, Sie kommen nach Auschwitz, um die Apotheke einzurichten und dann kommen Sie zur Truppe. Es wollte doch jeder zur Truppe, auch wenn man Apotheker war. Das war doch das Bestreben eines jeden damals. Ja, ich höre das von Ihnen. Und wie kamen Sie zur Truppe? Eben, ich hatte meinen Auftrag erfüllt, die Apotheke war in Auschwitz eingerichtet. Mhm. Dann musste ich noch nach Auschwitz für einige Wochen, um einen Kollegen zu vertreten. Nach Dachau. Und dann kam ich zur Truppe. Da kamen Sie ohne weiteres zur Truppe? Ohne weiteres zur Truppe. Es war mir ja zugesagt worden. Es war Ihnen zugesagt worden? Ja. Sie hatten also von vornherein keinen Zweifel darüber gelassen, dass Sie nicht ständig im Konzentrationslager tätig sein wollten? Ich wusste von vornherein, dass ich nur vorübergehend da sein würde. Aha. Dankeschön. Wenn keine Fragen mehr sind, ist der Zeuge zu beeidigen. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mitnehmen?